Sehr geehrter Herr CSU-Generalsekretär, Sie hatten gefragt, was mir an Deutschland besonders gefällt. Und mir gefällt an Deutschland, dass wir vor allen Dingen mal Parteien hatten, die den Mut gehabt haben, sich den politischen Realitäten entschieden und entschlossen entgegenzustellen. Das weiß ich noch aus meinem Geschichtsunterricht und ich würde Ihnen dazu gerne folgende Zeilen aus einer meiner Lieblingsparteien vorlesen. Und zwar so. Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Inhalt und Ziel sozialer und wirtschaftlicher Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Auslassung: Ziel aller Wirtschaft ist die Bedarfsdeckung des Volkes. Und dann im konkreten Programm: Unternehmungen monopolartigen Charakters, Unternehmungen, die eine bestimmte Größe überschreiten müssen, verleihen eine wirtschaftliche und damit politische Macht, die die Freiheit im Staate gefährden kann. Das waren doch mal mutige Sätze und sie stammen aus dem CDU-CSU-Programm aus dem Jahre 1947 aus dem wunderschönen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Das gefällt mir in Deutschland, dass es auch Charakterköpfe gab, die den Mut gehabt haben, die Gegebenheiten der Zeit niederzuschreiben. Vielen Dank.